Feelgood Podcast Nummer 9. Große Ehre mit dem Victor Jacobo, weil du bist ja eigentlich einer der ersten gesehen in dem Podcast-Game in der Schweiz. Und weil du mich noch nie eingeladen hast, habe ich gefunden, ich lade dich ein. Und jetzt können wir einfach so tun, als wäre es dein Podcast quasi. Ja, wir können ja nachher übernehmen und ich sende ihn bei mir auch noch. Wenn er gut ist, sage ich, er sei von mir. Genau. Wobei, ich glaube, allein schon jetzt anhand von der Tonqualität wird man merken, dass er nicht von dir ist. Das ist allerdings richtig. Ich bin ein bisschen neidisch da. Ich bin ja sowas von einer Technikschlampe. Das heisst, ich habe gedacht, mein Podcast, den mache ich jetzt einfach mit meinem Handy. Und dort stecke ich zwei Mikrofone ein und es wird sicher irgendwie tönen oder aufnehmen. Und es ist nicht so leicht. Also ich muss sagen, es war ein bisschen lausig, die Tonqualität. Aber sie sind sehr spannend. Also wenn man sich mal an Tonqualität daran gewöhnt hat, dann muss ich sagen, passiert auch einiges dort. Ja, ich glaube, ja, es ist einfach so, das, was du da auch machst, man redet miteinander. Yeah. Und es sind meistens Leute, die sich einigermaßen verstehen und ein bisschen auch kennen. Und das gibt einfach immer ein gutes Gespräch, finde ich, an beide Wände. Das ist so, vor allem, weil man nicht die Interviewsituation hat. Das ist ja eigentlich immer das Hauptproblem. Wenn jemand da sitzt und einfach so Frage für Frage abliest und zum Teil eine mega geile Info einfach darüber hinweg hört. Ja, wobei das Ablesen geht ja noch, aber dass du dann nachher denen musst sagen, hört mal, ihr seid nicht gut informiert. Weil es ist eher so und so und dann stimmt die ganze Frage nicht mehr. Eigentlich müssen wir sagen, stellen Sie eine andere Frage, weil die funktioniert nicht. Da, oder? Also das ist ein kleines Beispiel beim Zirkus Knie. Fast jeder zweite oder dritte Lokaljournalist oder Journalistin, die kommt und sagt, ja, Herr Jacobo, Sie sind zuerst mal im Zirkus, wie ist das für... Und dann muss ich gerade unterbrechen und sagen, nicht gut recherchiert, bin zum zweiten Mal im Zirkus. Ja. Aber das sind so kleine Details. Aber die rütteln dann an dem Gespräch und dann merkt man, es ist, was du sagst, einfach nur ein Interview und kein Gespräch. Ich weiß halt noch, wo ich beim Radio gesehen bin, wie oft es passiert ist, dass es geheißen hat, übrigens, am 1 kommt dann noch der und der oder die und die. Und dann irgendwann ist 5 vor 1. Und, oh, Scheiße. Und du hast keine Ahnung gehabt, wer es ist. Irgendein Blatt. Doch, ich sage jetzt mal so, ich habe bei Energy geschafft und da tut sich der Kreis von Gästen tut sich schon mal allein und von der Musikauswahl eher einschränken. Das heisst, ob es jetzt Baschi ist oder Remedy und Manuel, ich habe die meistens kennt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass dann der Papst kam und du hast ihn nicht kennt. Nein. Und du wärst der einzige Journalist gewesen, der den Papst hat können interviewen am Radio in der Schweiz. Und du vielleicht hast gedacht, was machen sie beruflich? Vielleicht habe ich dort den einen DJ, der speziell älter gesehen. Es könnte sein, dass das der Papst gesehen ist. Der hat wahrscheinlich das gleiche Kostüm angehabt wie der DJ Antoine, oder? Der läuft auch manchmal so ein bisschen auf wie ein Papst. Ich habe letztes Jahr irgendwo so gesehen mit so goldigen Umhängen und goldigen Pantoffeln. Also der würde noch durchgehen als Papst. Definitiv. Der Papst der elektronischen Musik. Aber ich von dort kenne ich es ein bisschen. Und seit ich Comedy mache, merke ich dann auch, wie du bei einem Radiointerview schnell reinläufst. Und du merkst, irgendein Praktikant, der jetzt keinen Plan hat, wer du bist, was du machst. Und eben so irgendein Fötzel so, ja eben, das neue Programm. Und dann irgendwie erwähnt das Erste. Und sagst, das spiele ich seit 4 Jahren nicht mehr. Und dann ist einfach keine Basis für ein Gespräch. Ja klar, es sind dann meistens junge Leute, die Berufswunsch Moderator oder Moderatorin. Und irgendwann stellt es mit Erschrecken fest, dass es nicht nur dann Reden und Fragen ist, sondern dass es noch ein paar Inhalte geht. Oder? Das ist dann der Schock wahrscheinlich, das wenn man Beruf, den Lieblingsberuf dann ergriffen hat und merkt, sind noch ein paar Sachen mehr, die dazugehören. Aber das ist das Faszinierende, dass heutzutage wird eben nicht mehr gesagt, Traumberuf Moderator, sondern Traumberuf berühmt werden. Ah, berühmt werden, ja. Und mittlerweile Influencer ist, glaube ich, so in den Köpfen der Menschen der einfachste Weg. Weil eben selbst beim Radio kommen Bewerbungen jetzt rein für Influencer. Beim Radio ja auch Social Media Kanäle nutzt. Ja. Also ich will nicht Radiomoderator sein, ich will einfach das, was am Social Media dann passiert, das will ich machen. Also dann müsste man eigentlich eine Lehre schaffen für berühmt werden. Weißt du, ich mache eine vierjährige Lehre, berühmt werden. Genau. Dann gibt's am Schluss wird dann eingeteilt, wegen was du berühmt wirst. Ah, das ist natürlich gut, dass du dann am Schluss, vier Jahre, dann machst du im ersten Jahr machst du so Basic-Zeugs, oder? Du machst so Selfies, ja. Wie tust du mit Leuten irgendwie in Kontakt treten an einer komischen Steh-Apero-Party? Oder willst du es auf künstlerischem Gebiet, willst du es auf politischem Gebiet, willst du ein Terrorist, wirst du auch berühmt, oder? Das ist so, ja.
Und zwar schnell. Das hat Ricky Gervais mal gesagt. Er sagte, der einfachste Weg, berühmt zu werden, wäre einfach irgendwie 5 Prostituierte überfahren. Ja, wobei es nicht unbedingt Prostituierte sein. So hat er es gesagt. Aber Ricky Gervais hat natürlich gefunden, mit Prostituierten lebt es besser, der Scherz. Absolut, absolut. Ja. Weil, wenn schon, dann schon. Aber ja. dann machst du die Lehre und noch so nach etwa 2-3 Jahren wird dann mal entschieden, in welchem Feld man das jetzt am besten könnte. Ausüben, ja. sozusagen. Ist es wirklich ein Berufswunsch, den viele haben? Schon? Also Berufswunsch, einfach, es ist einfach ein Lebenswunsch wahrscheinlich. Ja, es ist... Lernen. Ich glaube einfach, weil es eben nicht mehr so einfach definiert kann werden. Weil früher ist es eben wie klar gewesen. Und weil sie nicht genau so wissen, was es heisst. Natürlich. Ja, weil... Was war jetzt in deinem Fall berühmt, im Gegensatz zu anderen Menschen, die das Gefühl haben, sie sind berühmt, oder? Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die ist mir zu hoch. Nein. Was wäre in meinem Fall? Das ist eine Frage an mich. Genau. Weil, also, das ist eine rhetorische Frage. Weil du eben zum Beispiel deutlich berühmter bist als viele, die das Gefühl haben, sie sind berühmt. So. Aha, okay. Ja, gut. Nein, das mit berühmt werden, ich meine, es ist ja so, es ist nur so eine äußere Hülle. Du brauchst ja einen Inhalt, um berühmt werden. Irgendetwas musst du, glaube ich, noch ein bisschen machen. Und einfach so berühmt sein, sorry. Und dann muss man sich fragen, bei wem berühmt? Also, wenn ich irgendjemand in die Luft jage, bin ich vielleicht bei IS-Anhängern berühmt. Oder ja, es ist so eine Luftblase. Mhm. Ja, und es ist mittlerweile schneller machbar, aber nicht wirklich nachhaltig machbar. Mhm, das stimmt. Du hast vorher den Zirkus Knie erwähnt. Und bist ja eben zum zweiten Mal unterwegs gesehen. Du hast gut recherchiert. Nicht schlecht, gell? Das erste Mal super. 2004? Ja, 6. 6? Ja, okay. Nicht ganz. Fast. Nicht ganz, fast. Ja, so mit den Fakten ist es noch ein Happert noch ein bisschen. Fast. Aber ich musste selber müssen studieren, einmal bei der Frage. Aber du hast diesmal mit dem Mike und du hast mir das, ich weiß noch, wo du mir das erzählt hast, wo du gesagt hast, nochmal zum Knie. Und du hast und wirklich so eine Leuchte in den Augen gehabt, wo ich gemerkt habe, das ist für den Künstler in einem, ist das auch nach so vielen Jahren in allen möglichen Bereichen und Rampenlicht und eben nennen wir es berühmt, was auch immer, ist einfach, habe ich gemerkt, wie du geil findest, jetzt nochmal mit der grossen Karawane umzuziehen. Ja, das ist so. Also es ist ja, ich meine, wir performen ja beide live gern vor Publikum. Und wenn du in der Schweiz das gern machst, ist das, glaube ich, die ultimative Live-Tournee, die du kannst machen mit dem Zirkus Knie. Ja. Und wenn du nur so machst, wie wir das gemacht haben, nämlich nur in der deutschen Schweiz auftreten, nicht in der Romandie und auch nicht im Tessin, hast du doch, wir haben 150 Vorstellungen gehabt und sind eigentlich fast immer 2300 Leute drin im Zelt. Und das ist natürlich etwas Tolles, dass man es machen kann. Es ist Mainstream-Unterhaltung, das muss man sich dann auch immer ein bisschen sagen. Also am Anfang hat es immer geheißen, gerade, nein, am Anfang bis zum Schluss hat man es einmal wiederholt, dass wir satirische Unterhaltung machen. Natürlich ist es ein bisschen leicht satirisch gewesen, aber es ist vor allem Mainstream-Unterhaltung gewesen. Die Leute kommen nicht einfach nur weg dir. Mhm. Wir haben sicher können einen Beitrag leisten, dass wir jetzt zum 100-Jahr-Jubiläum vom Zirkus Knie, dass noch ein bisschen Leute, irgendein Publikumssegment dazukommen ist, wo wahrscheinlich sonst nicht im Zirkus wären und die sind dann wegen uns gekommen, sind aber am Schluss begeistert gewesen wegen dem ganzen Programm, nicht nur einfach wegen uns, ja. Sondern einfach, weil das sehr ein sehr tolles Programm ist und weil es wirklich live ist. Mit den Gerüchen, die dazugehört, alles. Es wird nicht gestreamt, es wird nicht aufgenommen und nachher gesendet, wo du nachher kannst schauen, Zeit versetzt. Nein, es ist echt live. Und das ist das Tolle daran, das spüren auch viele Leute. Und es ist auch toll, wenn du so kannst performen. Ja, und du hast, abgesehen vom Knie, hast nach der Sendung, Jacobo Müller, hast du mehrere Live-Sachen wieder gemacht, unter anderem das Stück Jacobo Müller in Therapie. Und die Leute können aber, habe ich so ein bisschen gemerkt, können eben nicht so gut Unterscheidungen machen zwischen, das ist jetzt ein Theaterstück, das ist jetzt, wie du gesagt hast, im Knie Mainstream-Unterhaltung und das ist jetzt Satire in Form von einer Sendung, sondern es ist, Jacobo Müller ist so die Erwartungshaltung, dass die alles machen. Ja, es ist vielleicht einfach so, weil wir eine Late-Night-Show gemacht haben, wo ein bisschen alles drin war, nicht weil wir alles können. Wir haben ein paar Sachen gemacht, die wir eigentlich nicht so gut können, die wir dann auch eingelassen haben. Yeah. Aber
in einer Late-Night-Show kannst du vieles einpacken. Oder? Du kannst politische Unterhaltung reinpacken, du kannst lar pur lar, Komik um den Komik willen reintun, du kannst komische Figuren spielen, du kannst komische Gäste einladen oder attraktive Gäste, du kannst Kolleginnen und Kollegen einladen, die dort performen, sogar so die, die man bisher gar noch nicht kennt hat und dann du das ein bisschen bekannt werden. Das ist das Tolle und darum musst du ein bisschen Generalist sein, yeah, als Entertainer. Und das passt natürlich zu einem Zirkus. Obwohl es auch dort wieder ein bisschen eine Einschränkung gibt. Und es ist natürlich ein bisschen ein anderes Publikum, das in ein Theater kommt, wo Jacobo Müller in Therapie kommt, go schauen, wo auch ein bisschen Meta-Ebene Humor ist. Also wir haben ein Stück gemacht über eine Sendung, die es nicht mehr gibt. Ich meine, wenn man das mal jetzt einfach so sieht oder liest und denkt, was soll da attraktiv dran sein? Und es hat sich aber gezeigt, dass man das sehr wohl machen kann. Es war ein sehr erfolgreiches Stück gewesen, aber das sind schon auch Leute gekommen, die ein bisschen am Genre interessiert sind, auch am Late-Night-Genre. Und das ist dann wieder beim Zirkus, gibt es noch eine weitere Öffnung Richtung Mainstream. Weil da kommen auch Leute an, die einfach gerne die Tiernummern haben. Es gibt Leute, die die internationalen Akrobatiknummern gerne haben. Und dann sind wir als zwei Joggen noch zwischendrin und die finden dann die, ja, die schauen wir jetzt auch noch, aber lieber haben wir eigentlich die Tierdressurnummer und es gibt das Umgekehrte. Ja. Und das ist das Tolle. Es ist ein riesiges Publikum, aber die kommen nicht nur wegen dir und du musst es jeden Abend musst es holen. Ja. Du kannst nie einlaufen und sagen, hey, wir sind bekannt und ist ausverkauft und weißt wie easy. Das kannst du nie machen, es geht schief. Zu Recht. Zu Recht. Und du hast aber auch nie irgendwie Ermüdungserscheinungen gehabt in all diesen Monaten, wo du jetzt... Also du wolltest einfach sagen, ich sei zu alt für das, oder? Und das macht man nicht in dem Alter. Du überhaupt doch einfach gerade offen raus. Nein, also wenn ich würde sagen... Ermüdungserscheinung. Nein, los jetzt. Nein, ist schon gut. Du weißt, es ist wirklich, bei mir ist es so. Ich meine, ich habe jetzt... Ich habe jetzt vielleicht halb so viel gespielt wie dir und bin zum Teil wirklich so ein bisschen am Anschlag. Ja, natürlich merkt man das, dass man das macht. Aber wir haben natürlich noch ein Privileg gehabt, indem ich, weil ich eben schon mal im Zirkus war, dann konnte sagen, wenn sie mich mehrmals gefragt haben, ob ich wieder komme, habe ich gesagt, ja, aber ich will nicht Nachmittagsvorstellungen machen. Mhm. Ich mache die Abendsvorstellungen. Das reduziert dann schon mal ein bisschen noch um fast ein Viertel oder ein Drittel. Oder? Ja. Reduziert das. Und wenn du halt eben etwas gern machst, das weißt du ja selber, und wenn du das Gefühl hast, dass es funktioniert, die Erfahrung schon gemacht hast, dass es funktioniert, dann gehst du wieder rein an einen Abend und so, dann freust du dich ein bisschen drauf. Mhm. Weil du weißt dann, aha, da, gut, manchmal bist du dann, merkst du, aha, nein, es funktioniert jetzt an dem Abend nicht so gut, aber du gehst mit sehr viel Adrenalin rein. Das braucht man ja sowieso, wenn man gerne auftritt. Wir sind ja alles Rampensäue, die in diesem Beruf sind. Und das ist im Zirkus auch so und das hat auch geholfen. Und ich bin dann aber einer, der sehr gut kann im Faulen sich sein. Also ich habe dann natürlich an diesen Tagen, ich habe erstens mal muss ich genügend schlafen. Und zwar bis Richtung Mittag hier. Und dann um eins Mittagsschläfchen? So. Ja, nein, das dann schon nicht. Das ist dann gelaufen mit dem. Aber nein, ich kann mich schon. Und ich kann bei zwischendrin... Gut, beim Zirkus war es so, dass am Anfang am strengsten ist. Du startest im März und dann hast du eigentlich bis Ende August bist voll dran. Das ist bis Bern. Und dann geht der Zirkus zum Teil ins Weltschland. Und dann hast du so Pauseinseln. Genau, da habe ich Pause gehabt. Da bin ich mal zwei Wochen auf Norwegen und zurückgekommen, wieder eine Woche Zirkus gemacht und dann nochmal drei Wochen auf Japan. Ja. Und wie gesagt, ich schaue schon, dass es nicht allzu streng wird. Hat Trampesau jetzt nach so einer Knietournee mehr Bock auf noch mehr Live? Oder ist jetzt so der Drang wieder ein bisschen gestillt worden? Ja, ich habe ja eigentlich immer Live-Sachen gemacht, selbst im Fernsehen. Ich meine, wir haben ein Live-Publikum gehabt, und zwar ein Publikum, das zu uns gekommen ist, wo nicht vom Fernsehen irgendwie die Vereine, die das Fernsehen besuchen wollen, dann dort die geführt werden, weil das ist meistens das falsche Publikum. Und das haben wir schon beim Spätprogramm haben wir das schon gehabt, dass wir wirklich das Publikum haben, das zu uns kommen will. Und nicht der Reisekar, der vorgefahren genau, wird. Ja. Genau. Und dann auch immer wirklich ein Live-Publikum. Also wir haben keine eingespielte Lacher gehabt. Wir haben die,
als Ausnahme kann, wenn man etwas hat müssen schneiden, oder? Wenn man etwas hat müssen, in den seltenen Fällen, wo der Live-Sendung hast, etwas müssen rausschneiden, weil es vielleicht schief gelaufen ist oder eine Panne gegeben hat oder so. Und sonst haben wir bei uns, hat man das Publikum gehört, das auch drin sitzt und wirklich auch in echt gelacht hat. Und das ist live. Und dann das merkst du halt dann gerade sofort, dass halt, wenn du mal nicht so gut bist oder wenn die Jokes nicht so gut sind oder du nicht so gut drauf bist, dann wird halt einfach ein bisschen weniger gelacht. Ich finde halt einfach die, die jetzt nur, das ist in der Schweiz ja nicht so, so krass, oder, aber in den Ländern, wo nur eingespielte Lacher sind oder die Lacher nur so hochgefahren werden, dass sie völlig künstlich tönen, die Leute müssen wir dann mal wieder in eine echte Live-Veranstaltung schicken, um mal, dass sie wieder mal sehen, wie ein Publikum tönt, wenn es lacht. Ja. Ja, also ich verstand natürlich, dass bei der Sendung der Live-Charakter gestillt worden ist, aber es ist ja gleich etwas anderes, wenn du natürlich, wenn du vorbereitet ja auf die Woche musst sagen, was machen wir? Ja, natürlich, diesmal. Völlig klar, völlig klar. Im Gegensatz zu einem Programm in welcher Art und Weise auch immer, wo man sagt, das spiele ich jetzt mal ein paar Jahre. Wir haben allerdings in all denen, sowohl in dem Programm als auch in der Sendung, immer so ein bisschen Slots gehabt, wo wir improvisiert haben. Ja. Und zwar bei Giacomo Müller in Therapie haben wir zwei solche Slots gehabt. Wir sind ja in der Pause nicht raus. Die berühmte Pause. Ja, ja, genau. Und die Leute sind völlig verunsichert gewesen, dass wir hocken bleiben auf der Bühne und wir die Leute einfach kommentiert haben. Und das ist jedes Mal anders gewesen, oder? Da muss man dann ein bisschen improvisieren können. Und am Schluss hat man ja können auch Fragen beantworten. Q&A. Und das machen der Mike Müller und ich beide sehr gerne improvisieren. Da sind wir auch sehr gut eingespielt aufeinander. Und das macht Spass. Und das haltet einem dann auch davon ab, dann irgendwann das Ganze ein bisschen langweilig zu finden, weil man immer das Gleiche machen muss. Du hast jetzt meine Ursprungsfrage nicht beantwortet. Nicht? Oh, nein, was war sie? Habe ich sie verwedelt mit lauter Schwätzen? Ob der Drang jetzt gestillt ist oder nicht? Also ja. Eigentlich gehe ich davon aus, machst du jetzt irgendwie bald mehr Live-Zeugs? Ja, würde ich machen. Mehr, also ich weiß nicht, ob es mehr ist, aber ja, in gleicher Art und Weise würde ich Live-Zeug machen. Ja. Sei das jetzt im Theater, sei das, nein, dort ist es zwar dann nicht live, ich habe so ein kleines Projekt, um nochmal so eine Art Mockumentary machen, wie ich gemacht habe, der grosse Kanton, ja, also über die Schweiz und Deutschland, also nicht ganz ernst gemeinte Dokumentarfilm. Das hat den Vorteil, dass ich da nicht grosse Eingaben machen muss für Geld. Dann kann man selber versuchen, das Geld zusammenzutreiben und selber zu finanzieren. Und man muss sich nicht von einer Kommission sagen lassen, was lustig ist und was nicht. Die Kommission, die häufig in Filmen, die man kennt aus der Schweiz, zu verantworten hat. Und ich bin froh, dass ich dort nicht teilnehmen muss. Kleiner Seitenhieb. Ja, oder ein grosser. Es ist einfach... Ich weiß nicht, es ist der Tod von jeder Kreativität, wenn eine Kommission darüber entscheidet. Gut, sie entscheidet, kommt man Geld über oder nicht. Aber wenn sie entscheidet, bei einem Drehbuch, das eingereicht wird, mit drei Sätzen, was daran nicht gut ist oder ungenügend, dann denke ich einmal, vor allem, wenn ich dann die Zusammensetzung anschaue, von Leuten, die nicht einmal einen komischen Dialog schreiben müssen, die dann einem sagen, das wird nicht funktionieren. Oder? Das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Also da bin ich ja nicht der Einzige, der darunter leidet. Ich habe ja die Möglichkeit, um dem entfliehen, oder? Indem ich andere Formate kann machen kann. Aber die wirklich Spielfilme machen und wirklich sehr aufwendig Drehbücher schreiben, Konzept und irgendeine Vision haben, eine künstlerische, und dann von so einer Kommission abgekanzelt werden, das finde ich irgendwie unter alles auch. Da ist mir lieber dann ein Intendant, ein Einzelner, der sagt, okay, finde ich gut, machen wir, oder das, nein, eher nicht. Das ist mir dann lieber. Und vor allem ist das ja halt eine Branche, wo alle am gleichen Tropf hängen. Oder? Es sind dann manchmal eben auch fast Konkurrenten, die noch ein bisschen entscheiden, ob du darfst oder nicht. Und da liebe ich mir unsere Branche, wo wir beide dazugehören, Joel. Ja. Komikerbranche, wo es keine Stiftung und keine staatliche Institution gibt, die sagt, oh, ihr wollt Komik machen, da 50'000 Stutz, macht mal, toll. Ja. Sondern man muss es selber machen, man muss es selber schreiben, man muss die Finanzen zusammenbringen, um vielleicht auch einen zu finden, der einem das schreibt, oder ein Regisseur, oder eine Booking-Agentur, was auch immer. Und dann, wenn man dann mal ein bisschen Geld dafür ausgibt, muss man es nachher wieder einspielen. Das heisst, man ist eigentlich ein kleiner Unternehmer. Absolut. Also das ist das, wo Gabriel Vetter hat mir das mal gesagt, wo
Stand-up-Szene langsam aufgekommen ist, hat er gesagt, es ist vergleichbar mit der Poetry-Slam-Szene, wo sie angefangen haben. Mhm. Wo wirklich haben, die Leute bauen etwas auf, laden sich gegenseitig ein. Und eigentlich solltest du am Schluss ein Diplom haben als Eventmanager, weil du viel mehr Erfahrung in diesem Bereich hast, als manche Leute, die irgendwo sitzen und eben über so Events entscheiden und disponieren sozusagen. Und ich glaube, es ist aber auch in der Comedy, wenn es dann über richtige Kleinkunst geht, habe ich jetzt auch schon oft gehört, wie man dann muss so einen Fake-Plan erstellen für irgendeine Kulturkommission, wo man sich selber einen künstlerischen Aufwand von, weiß nicht wie viel, 10'000 Franken eingibt, weil sonst ist ja die Arbeit nichts wert und danach kann man da vielleicht noch das eine oder das andere. Und ob dann jemand kommt, ist nicht gesagt. Ja klar, je grösser das es wird und vor allem auch dann bei Theaterproduktionen oder Musical oder was auch immer, natürlich, da braucht es einen Businessplan und da braucht es alles Mögliche, das wird dann nicht mehr so. Ich rede jetzt eigentlich von Einzelkomikern. Ja. Und die haben ja dann auch, das macht ihr ja auch, indem ihr, jetzt weiss nicht wie viel, der Zipte ist glaube ich auch eure Crew, die miteinander auf die Bühne gehen und miteinander ganze Abende machen. Ah, das war eine Siebensicher-Tour. Siebensicher, genau. Ja. Und das ist etwas, was ich toll finde, wo eben genau dann die Kollegialität auch zum Spielen kommt. Natürlich, es ist niemand verschont von Neidgefühl. Das gibt es, oder? Man denkt miteinander und sagt, toll, hätte ich jetzt auch gerne machen, wieso passiert mir das nicht und so. Das ist menschlich, aber es ist einigermaßen im Rahmen, finde ich, in der Comic-Szene. Ich finde es sehr im Rahmen sogar. Weil, also ich glaube, es ist auch zu klein für das. Also ich kriege immer mit in Deutschland, wie, ja, die zwei vertragen sich nicht. Aber die haben sich auch 7 Jahre nicht mehr gesehen. Also weißt du, es gibt gar keinen Grund, dass die sich jemals sehen. Und ich denke immer, wenn in der Schweiz das wird passieren, ich sage, ja, der Arsch, den will ich nie mehr sehen. Und dann hat die Woche drauf spielst zusammen nehmen, weißt? Weil du machst ja noch nicht die riesen Solo-Tour. Und ich bin jetzt gerade zum allerersten Mal in Arosa gesehen, nicht auftreten, einfach mal schauen. Und dort merkst du auch, wie eben die Größten vom Business einfach gut haben miteinander. Mhm. Das ist so. Ich bin auch zu Arosa gewesen und habe eigentlich gar nichts zu tun gehabt, außer die Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Ja. Miteinander zu Nacht essen, ein bisschen dumm schwätzen und ein bisschen fachlich schwätzen auch. Sehr schön. Und die anderen auch gucken anschauen, wie sie performen. Das ist toll. Mhm. Das ist Arosa Humor Festival ist ein toller Ort für das, für die eigene Branche. Und ich muss sagen, in diesem Bereich bist du auch ein extremer Förderer. Und klar, im klassischen Sinn, wie es viele auch mitgekriegt haben, wie Jacobo Müller jedes Mal einen Spot gegeben hat für Künstlerinnen und Künstler, dass sie können auftreten und eben sich zeigen, was sicher auch dazu beiträgt hat, dass andere Sendungen, zum Beispiel jetzt noch Deville, gesagt haben, wir machen das auch. Aber noch viel mehr im Sinn von, dass du ein grundsätzlicher Förderer bist, auch im Privaten, kein Verhinderer, sondern Menschen ermutigst, etwas zu machen. Und ich erzähle sehr gerne die Geschichte, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Weißt du es noch? Bin ich mal auf Basel gekommen, in eine von deinen Shows. Genau, ja, meine Primetime-Show, das ist das erste Mal gesehen. Und weil ich natürlich keinen Kontakt hatte von dir, habe ich dir auf Twitter geschrieben. Und weil wir dort irgendwie damals 140 Zeichen können brauchen, habe ich glaube 7 Nachrichten müssen schreiben, zum Schreiben, was ich dir haben wollte schreiben. Und deine Antwort ist gesehen, okay, ich komme, aber nur wenn du mich nicht mehr auf Twitter bombardierst. Oder irgendwas hast du geschrieben. Ah, okay. Und ich mag mich nicht mehr erinnern, genau das Detail. Und danach bist du gekommen in die Show und wir haben einen sensationellen Abend gehabt. Ja, mir hat es auch sehr gefallen, wie die Show war. Das ist wirklich eigentlich. Ich habe das dort, das klingt jetzt so blöd, ich wollte jetzt nicht einfach gegen ein Kompliment machen, aber ich habe dann im Fernsehen, Mike war ja auch mal bei euch dort als Gast. Ja. Und wir haben beide dann ein paar Leute im SRF da gesagt, du, dort ist einer in Basel, der das sehr gut kann, das Format, als Komiker und Moderator. Oder? Und jetzt, 2019, ja, gut, mache ich meinen eigenen Podcast. Ja. Bist froh, dass du unabhängig bist da. Es gibt auch noch Vorteile bei dem Ganzen. Auf jeden Fall. Nein, aber das mit dem Fördern, es ist ja, ich weiss, ich werde immer so als guter Mensch dargestellt. Es ist ganz einfach bei mir. Erstens habe ich mal ein bisschen Glück gehabt, oder? Dass du, ich bin zu einer Zeit da, wie das Fernsehen kam,
wo man da mal wirklich einen Chef gesagt hat, jetzt wagen wir mal etwas und geben einem jungen Unbekannten einfach gerade so eine Sendung. Das war Victors Programm 1990. Und das ist immer gut gelaufen nachher. Wir haben auch unsere schlechten und unsere besseren Momente gehabt, aber es ist gut gelaufen. Und wenn du dann merkst, es läuft dir gut und du hast sehr viele Zuschauer, und wenn ich dann sehe, dass es dann vor allem jüngere Leute natürlich sind, die ein Talent haben, und ich habe die Plattform, wo das Talent könnte gezeigt werden, dann ist es ja eigentlich, mache ich mir selber noch etwas gut, oder? Weil ich hole die dann in die Sendung zum Beispiel, oder im Casino-Theater haben wir auch denen, die jetzt langsam grosse Namen geworden sind, eigentlich das erste Mal Gelegenheit gegeben, überhaupt ein Programm zu machen, bei uns Premiere zu machen. Ich habe immer gesagt, ich gebe gerne ich sorge gerne dafür, dass die Gelegenheit haben, das zu machen, aber abdrucken müssen alle selber. Ja. Und ich bin bei keinem von diesen Fällen irgendwie beteiligt. Weder finanziell noch managementmäßig. Aber das ist etwas, wo glaube ich, oft missverstanden wird, dass eben eine Möglichung noch nicht einfach zu 100% unterschriebenen Vertrag ist, ja. Von wegen, das ist jetzt deine Karriere. Ja, ja. Und vor allem ich komme den Prozentsatz über. Oder? Genau. Das ist nein, das habe ich nie will. Ich tue auch jetzt gerne, Kollegen, wenn sie das wollen, mit ihnen darüber reden oder vielleicht von meinen Erfahrungen etwas sagen, aber das ist auf persönlicher Ebene. Und sobald es institutionalisiert wird werden, was auch schon von den üblichen Stellen schon gefragt wurde, kannst du nicht dazukommen, du bist ein Berater und so, dann habe ich gedacht, nein, das will ich nicht. Ich will es auf kollegialer Basis machen. Ich tue auch keinen Kollegen oder keine Kollegin öffentlich kritisieren oder sagen, was ich vom Programm halte. Sondern ich sage ihnen das lieber einfach nur direkt. Ja. Du hast Victors Programm angesprochen, wo du sagst, dort ist es einfacher gewesen. Aber ich nehme an, das wirkt immer so, wenn man es nachträglich sich überlegt. Aber wahrscheinlich ist es nicht einfacher gewesen. Nein, gerade einfach nicht. Es war einfach da gewesen. Es hat eigentlich fast nicht mehr. Es war ein Brache, oder? Mhm. Ich war auch, glaube der Erste, der beim SRF, da hat es noch nicht SRF geheißen, sondern Fernsehen DRS, glaube ich. SFDRS. Ja, hat es, glaube ich, geheißen, genau. Der Erste war, der seinen eigenen Namen im Sendungstitel hatte. Mhm. Das hat es vorher nicht gegeben. Nur schon das war eine Sensation. Und darum sind wir dort einfach ein bisschen Pionier gewesen. Und ich schaue diese Sendungen ehrlich gesagt gar nicht gerne an. Manchmal kann ich es fast nicht vermeiden, weil mir irgendjemand wird etwas auswischen. Also irgendeine Revier oder wie man den Namen anlässt. Weil, aber ich meine, abgesehen von meinen Hemden, die ich hier angehabe und meiner Frisur, einfach da, es war eine andere Zeit gewesen. Aber es war eine gute Zeit gewesen zum Anfangen und ein bisschen einzubrechen. Wie hast du denn grundsätzlich für dich das Rampensau-Gen entdeckt? Also du bist lange in Theaterproduktionen und hast eben irgendwann den Fernsehschritt gemacht. Aber es gibt doch immer so einen Initialmoment, wo man irgendwann merkt, ah, das ist jetzt noch geil, da kommt etwas, Publikum gefällt mir noch. Gut, also ich behaupte immer, es war ein Initialmoment gewesen. Er stimmt wahrscheinlich schon irgendwie, aber er ist noch ein bisschen ausgeschmückt. Oder? Ich sage immer, das war da gewesen, schon als Kind. Oder? Du hast ja, ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Schüchternste gewesen, der kaum das Maul aufgemacht hat in der Schule oder so, kann ich mir vorstellen. Sondern irgendwo merkst du ein bisschen, dass du das gewisse Fähigkeiten hast. Bei mir ist es noch dazu gekommen, dass ich jetzt, sagen wir mal, im Turnen, Fußball, Völkerball und so Zeug nicht unbedingt der grosse Crack gewesen bin, um es mal schön zu sagen. Das überrascht mich jetzt dafür. Aber da, wo es nachher wichtig geworden ist, zu reden und irgendwie gewisse Sachen anzusprechen, die vielleicht andere nicht so machen, oder zu imitieren, das ist dann so ein bisschen eher meine Zeit geworden. Und darum, also ich sage immer so, Satire habe ich entdeckt, weil ich das, was meine Mutter über meine Tante gesagt hat, wo die Tante nicht dabei war, habe ich einfach gesagt, wo die Tante dabei war. Und dann habe ich gemerkt, es gibt eine gewisse Sprengkraft von der Satire. Und das ist schon ein bisschen so, also einfach ein bisschen freche Schnurren. Und in der Schule habe ich, glaube ich, die einmal die Lehrer imitiert. So ganz genau weiß ich es eigentlich auch nicht mehr. Aber ich habe gewusst, ich wollte auf die Bühne. Und auch schon bei den Schulproduktionen, die wir dort gemacht haben, das sind die obligaten Silvesterproduktionen.
Und ich habe dann irgendwann mal gemeint, ich müsste die Schauspielschule machen, aber ich habe gemerkt, das ist völlig eine andere Richtung, wo mir nicht packt, weil ich würde gerne selber einen Text schreiben. Ich würde nicht gerne Klassiker spielen. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß auch gar nicht, ob ich es könnte. Und dann habe ich einfach schon immer so die Gruppen gegründet und dann die erste grössere, die heisst Stuzzi Cadenti, das war so eine lose Truppe gewesen, alles eigentlich Laien aus Winterthur mit einem riesigen Orchester, also einem Rockorchester drin, wo da mal noch recht bekannt worden ist in der Szene. Wir sind so ein bisschen in der Schweiz rumgetourt mit dem, das war aber wirklich noch auf dieser Basis gewesen, auf Laienbasis. Und dann haben sie mich gefragt von Zampanos Varieté, das war der Pesche Freiburghaus und ein paar Leute aus der Berner Szene. Dort habe ich dann mitgemacht. Und was hast du denn dort gemacht? Also, das ist ja nie dokumentiert. Das ist, ja, doch, es gibt es schon. Es gibt, also, wir haben dort Zell gefüllt, oder? Wir haben im Bierhübel, ich glaube, monatelang jeden Abend voll gehabt. Mhm. Also, das ist da schon relativ bekannt gewesen. Das war einfach eine Wahnsinns-Show gewesen. Das heisst, im Jahr der Ratten. Eigentlich so ein Fantasy-Game. Fantasy-Games sind hier aufgekommen. Und wir haben gefunden, wir machen ein Fantasy-Game auf der Bühne. Ich habe dort mehrere Rollen gespielt. Ich weiß es auch nicht mehr, was es geht. Es war eine sehr bunte Truppe. Das war hier eigentlich für die Selbstszene sehr erfolgreich auch. Und dann habe ich dann nachher nochmal ein kleineres Programm gemacht. Und dort ist einer vom Fernsehen drin gehockt, der Ueli Heiniger, der dort mal Moderator war von einer Sendung, die heisst Medienkritik. Und der hat gesagt, weißt du, wir haben immer so Diskussionen, das wäre gut, wenn wir am Schluss noch irgendetwas Lustiges hätten. Mhm. Und dann hat er mich gefragt und gesagt, ja gut, machen wir. Und dann habe ich das mit einem Kameramann an einem Tönler, immer einen Sketch, den ich spiele. Entweder am Tisch oder irgendwo so, eigentlich ohne jegliche Filmerfahrung. Und das ist so ein bisschen eine Kultsache geworden. Das hat man gut, vor allem unter Journalisten, die die Sendung geschaut haben, gefunden, dem sollte man doch mal eine Sendung gegeben und das haben sie dann gemacht und dann ist Victors Programm entstanden. Und dann ein paar Jahre später Victors Spätprogramm, wo dann eher Late Night war, weil es nicht mehr im Fernsehstudio stattgefunden hat, sondern in Kaufleuten. Ja. Und Live im Übrigen. Live. Live. Also, ja. Ich bin im Kaufleuten hinten dran gestanden mit einem Monitor und habe gesehen, wie es 10 vor 10 langsam fertig ist und ich habe gewusst, jetzt muss ich dann da führen laufen. Und dann hat man so Fantasien vorlaufen und irgendeinen so einen Quatsch sagen und dann gerade hinten rausgehen und auswandern. weil die ganze Schweiz hat es mitgekriegt, oder? Da haben wir ja dann einmal noch 700'000 Zuschauer gehabt und so. Ja, aber es hat einigermaßen funktioniert und wir haben sehr viele Zuschauer gehabt, gute Quote. Und es war auch das erste Mal, wo Politiker ein bisschen anders befragt worden sind, glaube ich, als man sich das vorher kennt hat oder gewöhnt war, ist am Fernsehen. Ist das so die extremste Drucksituation gewesen, die du verspürt hast? Live, Spätprogramm? Ja, das ist schon, also schon auch, ich bin auch Victors Programm, also das vorher, wobei das hat nur 4 Sendungen im Jahr gegeben hier. Schon das war live gewesen. Ja. Und wir haben beim ersten Mal, bei der ersten Sendung, ist das ein bisschen ein Paukenschlag gewesen. Dort hat das Publikum ist extrem polarisiert gewesen nachher. Leute gefunden, haben endlich mal etwas anderes, Frisches und andere haben gesagt, es geht gar nicht. Und vor allem, es war am 8. gewesen, musst du dir mal vorstellen, am Freitagabend am 8. Absolute Primetime. Das sind Zeiten gewesen, wo der Schweizer Bürger gesagt hat, am 8. schalte ich meinen Fernseher ein und zwar meinen Sender, das ist der Schweizer, und dort will ich das sehen, was mir gefällt. Yeah. Das war so die Vorgabe gewesen. Man hat dem gesagt, dem Zuschauersegment hat man den Bero Münster Beton gesagt. Und ja, und da haben wir dann auch nachher gewusst, also relativ bald gemerkt, hört, wir wollen ins Sportprogramm, wir wollen nach der Szene senden, und zwar aus einer anderen Location. Und dann hat es dann geheißen, nach der 10, da schaut niemand mehr Schweizer Fernsehen. Das war da wirklich so eine Zeit gewesen, ganz klar. Und da müsst ihr dann aber den Quoten haben. Und die haben wir dann gehabt. Ja. Ja. Weil ich denke immer, es gibt so bestimmte Bereiche, wo man schafft, das merke ich bei mir, eben wegen der Drucksituation, wo einem deutlich mehr beschäftigen als andere. Wo ich zum Beispiel, wo ich eben noch
Radio gemacht habe, wo jetzt nicht meine grösste Leidenschaft ist, und jetzt mache ich wieder Radio, aber es ist eine sehr spezielle Sendung, dort habe ich extrem oft Albträume gehabt, irgendwie, oh mein Gott, die Hebel funktionieren nicht oder es sendet nicht und was weiß ich, dass so viel schief kann gehen, was ich nicht kontrollieren kann. Und wenn ich Stand-up mache, dann ist es so, es kann eigentlich passieren, was will. Und ich denke darum eben bei so einem Victors Programm oder Spätprogramm, Live-Live-Situation, wie du vorher gesagt hast, jetzt passiert irgendetwas Blödes. Ja, wobei, gut, ich habe mit der Technik ja nichts zu tun gehabt. Ich meine, da habe ich die besten Techniker, die es da gegeben hat im Land, oder? Mhm. Wo Fernsehen gemacht haben, Tontechniker, alles Mögliche, das habe ich natürlich, Gott sei Dank, können all denen überlassen. Ich habe mich eigentlich können auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren. Führen gehen, zu reden, dann talken, dann kurz mal noch einen Dialog, wo wir gelernt haben vorher. Natürlich, da denkst du, okay, steht da draus raus, oder kommt da nichts in den Sinn, ja, in dem Tag, oder gehst gerade am Anfang aus dem Text raus, und das wäre dann wirklich einfach gerade vor der ganzen Nation gewesen, oder? Das ist, hast du nicht können sagen, okay, wir gehen nochmal zurückfahren, gehen euch nochmal neu ordnen, die Kamera nochmal an, wir machen es nochmal. Das hast du nicht können. Was gesagt hast, ist gesagt gewesen, und weil gesagt gewesen ist, habe ich dort einmal noch eine Konzessionsverletzung verschuldet, weil wir einen Sketch gemacht haben und ich habe noch einen Satz drauf da, wo ich mir im Moment denke, dann soll ich das oder soll ich nicht. Und ich habe dann den gesagt, es ist um eine Anschuldigung gegangen wegen Geldwäscherei an einem grossen Finanzmagnat in der Schweiz, damals. Und das ist dann ein Satz zu viel gewesen. Das hat dann eine Konzessionsverletzung gegeben, was natürlich für die SRG ein Problem ist, weil Konzession, die kommen sie über zum Senden und dann müssen sie sich eine gewisse Vorgabe halten. Und wenn die verletzt wird, könnte eigentlich die SRG die Sendebewilligung verlieren. Ja. Da muss noch ein paar Sachen mehr passieren als nur ein Joke. Aber trotzdem, es ist auch ein Sondergericht, die unabhängige Beschwerdeinstanz, wo ja das dann darüber befindet. Das berühmte UBI. Ja, ja, genau. Ein Sondergericht, umstritten unter Juristen. Sondergericht darf es eigentlich nicht geben. Das Gericht führt nur eine Branche. Das hat es eigentlich nicht gegeben. Aber wie gesagt, wir haben das gut überlebt. Im Gegenteil. Ich habe natürlich dann mich ein bisschen zurückgehalten, aber ich hätte einmal gerne gesagt, du, wisst ihr was? Die Konzessionsverletzung ist mir mehr wert als der Salzburger Stier, den ich bekommen habe. Weil einem Satiriker kann nichts Besseres passieren. Das ist ja faszinierend, wie bei diesen Satire-Sendungen, vor allem bei den Nachbarn, sehr verschieden damit umgegangen wird. Wie zum Beispiel das ORF meiner Meinung nach recht locker damit umgeht und lieber im Nachhinein mal ein bisschen schimpft, als im Vorhinein abbremst. Und die deutschen Kollegen ja recht schnell sich dann öffentlich entschuldigen und immer deklarieren, es war übrigens Satire gewesen, so, damit man sich schnell rauszieht. Und beim Schweizer Fernsehen bin ich mir nie ganz sicher, in welche Richtung es geht. Weil es ist mal so und dann geht es wieder ein bisschen mehr auf die vorsichtige Seite. Ja, es hat auch gewechselt immer wieder, oder? Es kommt auch ein bisschen darauf an, da in der Schweiz. Also wir haben natürlich einfach fast ein bisschen Sonderrecht gehabt, indem ich mir die erbeten habe, bevor ich den Job angenommen habe. Also dann vor allem nach Victors Programm oder dann Victors Spätprogramm gekommen ist, habe ich da ein Abkommen gehabt mit dem Chef vom SRF, also mit dem Peter Schellenberg, der da Chef war, und mit ihm ein Abkommen gehabt. Ich kann die Sendung machen und es redet mir niemand rein, was ich satirisch darf und was nicht. Aber das ist ja eigentlich auch meiner Meinung nach, wie es wie eine Satire ist. Das müsste sein, sein. Ja. Finde ich auch. Nur, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, dort habe ich halt eben schon ein bisschen Erfahrung gezeigt und schon gezeigt, dass es Quoten gibt und dass ich hier schon wirklich Victors Programm schon gemacht habe. Also das heisst, ich bin nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt gewesen und das haben sie jetzt auch immer gesagt. Ja, da hat man natürlich mehr gewusst, dass du das kannst. Und dann habe ich einmal sagen, ja, aber dann lasst doch die Jungen auch machen, dass sie es dann einmal irgendwann wissen, ob sie es können oder nicht. Oder ja, irgendwann einmal müssen die anfangen und müssen auch ein paar Fehler machen. Ja. Und wir haben dann natürlich die gleichen Bedingungen gehabt bei Jacobo Müller, indem der Mike und ich beide gesagt haben, hört, wir entscheiden, was wir machen und was nicht. Wir entscheiden auch, was lustig ist und was nicht. Also in Anführungszeichen. Mhm. Weil
was, wenn wir entscheiden, was lustig ist und was nicht, dann ist es immer das, was wir für lustig halten und was nicht. Oder? Es ist Komik, das weisst du ja auch, ist sowas von subjektiv. Ja. Und was der eine für unter aller Sau findet, findet der andere gerade die richtig gute Komik und so. Und darum gibt es keine allgemeine Richtlinie, die festlegt, das ist jetzt komisch und das nicht. Aber als Macher musst du wissen selber. Also wir haben gefunden, wir machen das, was wir lustig finden. Ja. Und das haben wir konsequent gemacht. Das war auch beim Spätprogramm so gewesen. Und dann gibt es ein Stammpublikum, das sich findet, das sagt, okay, wir finden das eigentlich auch lustig, was jetzt der oder die lustig findet und so macht. Und was du vorher gesagt hast, mit dem bisschen allgemein abdeckt sein in dieser Sendung, finde ich, hat das eben auch gerade ausgemacht. Weil wenn jetzt mal eine eher schwache Themenwoche gehabt hast, dann hast du gewusst, wir haben einen Einspieler mit dem Italiener und dem Hans-Peter Buri, der reißt es wieder raus. Mhm. Oder? Und ist dann wirklich auch nur im Zweck von der absoluten Unterhaltung. Und da muss jetzt nicht noch eine Message und ja, was klar, weiß ich dahinter klar. sein. Ich meine, ich habe viele Figuren gespielt, wo Lar pour Lar ist. Also ich meine, Donatella Versace hat keine grosse Message. Außer dass man vielleicht mit Operationen im Gesicht aufpassen sollte. Bremsen. Ja, genau. Das ist die einzige Message, die ich dort habe. Und dann gibt es aber sowohl Klamauk-Figuren wie einen Harry Hasler, wo Klamauk machen, aber man hätte auch hin und wieder können mit einer kleinen Message einsetzen können. Ja. Wir haben mal zum Beispiel einen Sketch gedreht, wo der Harry Hasler das erste Mal in einen Zug einsteigt und lernt, wie man Zug fahren muss. Mhm. Oder? Und er hat sein Lammfell mitgenommen zum Mann, und er wollte außen am Zug den Fuchsschwanz anhängen und er hat beim Hinterschifffahren wollen so hinterher schauen. Und du kannst dann mit so kleinen Sachen kannst du schon einen dann brauchen, um eine Message zu machen. Mhm. Aber nicht von Anfang an und nicht einfach, der steht jetzt für das oder das nicht. Wie hast im rein politischen Sinn, meine ich. Ja, klar. Wie hast du denn für dich damals entschieden, was mache ich jetzt überhaupt? Wenn eben, wie das Programm heisst, du kriegst 4 Sendungen im Jahr. Ja, fix das Programm. Es waren 12 Sendungen gewesen. Oder? Das sind Daten, oder? Okay. Also, bin fix das Spätprogramm. Sorry, ich bringe es selber durcheinander. Wenn alle die Programm. Ja, genau. Nein, am Anfang ist eben fix das Programm. Das ist ganz neu gewesen. Und jetzt habe ich natürlich mit einem sehr wichtigen Kollegen zusammen gemacht, mit dem Markus Köbeli, oder? Mhm. Wo ein gestandener Autor ist und dort schon Erfahrungen gehabt mit satirischen Sketch fürs Radio und so. Also wir zwei sind so die, die den Inhalt geliefert haben für diese Absendung und auch ziemlich viel bestimmt haben. Und wir sind beides auch politisch Interessierte gewesen, also ein bisschen News-Junkie. Und eigentlich, wenn du das bist, merkst du jeden Tag in der Zeitung irgendwo ein kleines Thema, das du kannst aufgreifen. Wenn es nicht die grossen Themen gewesen sind, haben wir eins aufgebauscht oder irgendetwas behauptet. Das kannst du ja dann. Das ist ja die Freiheit von einer Comic-Sendung. Ja. So, dass man es natürlich merkt, dass es aufgebauscht ist. Oder dass wir behauptet haben, Harry Hasler kandidiert für den Bundesrat oder irgendwie so etwas. Du kannst ja dann das mit diesen Figuren kannst du umarrangieren, wie du willst. Du musst einfach schauen, dass du die Figur selber nicht verratest. Oder du kannst sie nicht jedes Mal anders machen. Sagt mal, ist der so und sagt mal anders. Es gibt gewisse Charakterlinien von diesen Figuren. Aber je mehr du sie kannst, also bei Freddy Hinz, bei dem Junkie, dort war zum Beispiel der Reiz gewesen, dass der in eine Situation kommt, wo er passt wie eine Faust aufs Auge. Das ist dann eben auch wieder gut. Oder? Ja. Aber du kannst sehr viel Kreatives machen, natürlich mit Figuren. Jo, das haben wir, glaube ich, auch gemacht dort. Und es ist nicht alles gelungen und die Figuren sind auch zum Teil rein zufällig entstanden. Also ich bin nicht der Grossplaner und sage, oh, was für eine komische Figur will ich jetzt wieder erfinden. Sondern wir haben eigentlich immer eine gebraucht für einen jeweiligen Sketch und haben gerade niemanden gefunden, der das machen würde. Und dann habe ich sowohl beim Harry Hasler als auch beim Freddy Hinz gesagt, ja, weißt du was, dann spiele ich so einen. Und dann ist das wie entstanden. Das ist ziemlich zufällig, entsteht das. Weil ich habe das Gefühl, heutzutage kann man alles sehr nach Formeln machen. Oder? Also allein, wenn du jetzt aus dem Nichts eine neue Late-Night-Show machen musst, dann kannst du aktuell schon etwa 11 aus der Amerika kannst dich inspirieren, kannst sagen, mache ich noch am Tisch oder mache ich noch mit irgendwie lustigen Spielen und so weiter und so fort. Du kannst das wie so zusammenbauen. Und ich kann mir aber vorstellen,
merke ja allein schon, ich jetzt in dem kleinen Übergang, den wir hatten, von wenn jetzt ein Komiker anfängt, dann hat er schon jahrelang die besten Stand-Upper von den USA gesehen. Was bei uns gerade so der Wendepunkt gesehen ist, weil man so irgendwann hat man so ein bisschen mitgekriegt und vielleicht irgendwie, mein Vater hat Eddie Murphy Platte gehabt, da habe ich die oft auf und runter gelost, so. Aber du hast nicht so einen Zugang gehabt. Und darum frage ich mich immer, wenn man einfach so die Möglichkeit hat, ohne Grenzen kreativ zu sein, dann tut das einem zum Teil fast überfordern, als wenn man sich so schon keine Schublade geben kann. Ja, bei mir ist es immer wichtig gewesen, und ich glaube, das hilft auch, wenn man einen gewissen Standpunkt hat. Mhm. Sei jetzt das ein politischer, ein ästhetischer, ich habe einfach gewusst, ich sehe unglaublich gut aus. Oder? Ich habe immer können mit dem arbeiten. Oder? Ja, eben der politische ist bei dir nicht. Genau, politisch ist nicht gewesen, nein. Nein, also dass du einfach ein bisschen, mit Standpunkt meine ich, dass du etwas willst und dass du eine gewisse Beurteilung hast von dem, was rund um dich herum passiert, sei jetzt das kulturell, gesellschaftlich, politisch, was auch immer, im Sport, was auch immer, du hast eine gewisse Meinung. Und für mich aus war immer die Lust gewesen, darum habe ich Satire gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann meine Meinung mit komischen Mitteln kundtun. Ich kann auch meiner Wut irgendwann mal Ausdruck geben. Es tönt einfach so heroisch. Aber wenn mich irgendetwas genervt hat, irgendeine Fremdenfindlichkeit genervt hat in dem Land zum Beispiel, haben wir irgendetwas können einen Sketch machen, wo das thematisiert hat. Und das hat mir bei meiner Psychohygiene gut getan und ein paar Leute, die es geschaut haben, auch. Andere hat es wütig gemacht. Das muss man halt dann auch aushalten, oder? Dass es immer Leute gibt in der Komik, ob sie politisch ist oder nicht, die das nicht gut findet, die einem Scheiße findet, die einem nicht mögen. Sag jetzt das wegen der Stimme, wegen dem Aussehen, wegen der Komik, wegen irgendetwas. Das muss man aushalten. Ist dir das bewusst gewesen, wo du angefangen hast, dass das passieren wird und dass du das musst aushalten? Das wird dir sehr schnell bewusst. Yeah. Also bei uns hat es eben gerade eine Blickkampagne gegeben bei der allerersten Sendung. Es hat dort eben Ende 80er Jahre der sogenannte TED gegeben, der Computer, wo der Blick da das erste Mal eingeführt hat, wo immer gerade gemessen hat, während der Sendung oder nach der Sendung, wie die Einschaltquote ist und Zustimmung und so, wie das genau dort gemacht worden ist, bei diesen doch relativ frühen Computer, die wir dort hatten, weiss ich nicht, aber der war sehr umstritten gewesen. Vor allem auch gerade bei den Fernsehleuten. Und dann hat es einen gegeben, der anhand von unserer ersten Sendung den TED vom Blick gefälscht hat, um den Blick einzulegen. Das heisst, wir haben unglaublich positive Ergebnisse gehabt, obwohl sich alle Blickleser aufgeregt haben an unserer Sendung. Und wir sind also mitten in so einer Auseinandersetzung gekommen, wo dann halt einfach, gut, dort war noch nicht Social Media gewesen. Aber trotzdem schon Fake News. Aber in den Zeitungen rein und Schlagzeilen und so. Und das hat man dann so ein bisschen aushalten müssen. Yeah. Und es haben dort alle gewusst, wie Satire geht und was wir falsch machen. Und das wird nie funktionieren. Wobei, das hört nie auf. Auch bei Anfang von Jacopo Müller haben sie nach der ersten Sendung ein paar gegeben, die sich wahnsinnig profiliert haben und gesagt haben, das funktioniert nicht, das kann nicht, weil es muss so sein und das haben sie falsch gemacht und dieses. Und dann so ist es dann ein paar Monate gegangen, dann hat man von der Ebene nichts mehr gehört und dann nochmal ein paar Monate und dann haben die das schon immer toll gefunden. Yeah. Oder? Also mit dem muss man einfach leben. Bist du es langsam satt, immer erklären zu müssen, was Satire kann und darf und was nicht? Ja, es gibt ja keinen, natürlich werde ich häufig gefragt und ich sage es und die Leute fragen mich, was ist für sie Satire? Und dann sage ich, wenn ich es lustig finde. Ja. Oder was ist für sie Humor, wenn ich muss lachen? Es ist down to earth, oder? Alles. Natürlich bei der Satire, da muss man zuerst mal schauen, eben, Was bezeichnen wir als Satire? Will einer sich überhaupt selber sehen als Satiremacher oder nicht? Will das Publikum Satire? Es gibt Leute, die mir mehrmals geschrieben haben, dass sie das nicht toll finden, wo ich einmal geschrieben habe, wissen Sie was? Schauen Sie es doch einfach nicht mehr. Weil das ist nicht für Sie. Sie haben den Zugang nicht zu dem. Schauen Sie eine volkstümliche Sendung oder irgendetwas so. Das ist alles auch toll. Nur, es ist nicht mein Ding. Und was mein Ding ist, schauen die Leute, die das auch gut finden. Fertig. Also, ich kann niemand. Gut, ich mache es manchmal. Hat mir Spass gemacht, wirklich die
ärgsten Beschimpfungen, die ich jetzt gerade auch wieder ein paar bekommen habe, per Mail einfach ganz freundlich zu beantworten. Ja. Lieber Herr Ding, so danke für Ihre Dings und so. Und dann dort so ein bisschen unterschwellig, aber ganz freundlichem Ton sagen, dass er selber auch ein Idiot ist, wenn er mich einen findet, oder? Aber ich fände es aber richtig geil, wenn die Leute irgendwie sagen, fünfmal hintereinander sagen, ich habe das nicht gut gefunden, ich habe das scheiße gefunden, dass mir irgendwann sagen, sie haben absolut recht, ich werde jetzt komplett alles umstellen. Ja, genau. Und ich werde nichts mehr machen. Ja. Weil sie das jetzt nicht mehr finden. Ja, genau. Nein, es sind viele Leute, die nicht checken, dass sie es einfach nicht mehr schauen müssen. Ja. Oder hören. Oder schauen. Oder was immer. Und das ist ja heute ja umso krasser, weil ja das Konsumverhalten so individuell ist. Also, man kann sich ja gar nicht mehr so gestört fühlen, wenn man es nicht zulässt. Ja. Weil früher, ja, wie du gesagt hast, Freitag zu oben, schaltest du den Fernseher an, dann hast du nur die Auswahl. Oder? Und jetzt, wirklich, ja, du kannst dir die Globus so zusammenbauen, wie du willst. Kannst oder? Du das alles gestalten, dass du nur noch das siehst, was du gut findest. Dass du dann nur noch das siehst von Leuten, die gleicher Meinung sind. Ja. Und, ja. Ich finde es oft faszinierend, wie eben die Definitionsfrage so oft aufkommt und auch gern vermischt wird mit allem. Weil zum Beispiel jetzt hat mir ein Kollege erzählt, dass ich in einem Artikel erwähnt worden bin, wo es eben um Satire geht. Und weil ich mich jetzt viel gut Comedian nenne, wird das ja schon sehr viel über den Zustand von der Schweiz sagen. Mhm. Ich eben nicht das Ziel habe, satirisch auf der Bühne die Schweiz darzustellen. Genau. Ja. Und ich finde es eben spannend, wie das dann immer zusammenmischt. Und jetzt ist eine Satire-Sendung abgesetzt worden. Darum hat es wieder extrem viele Diskussionen gegeben und Gespräche darüber. Aber wenn du jetzt so zurückschaust über die letzten Jahrzehnte, die Situation verändert sich ja eigentlich nie. In welchem Sinn? Im Sinn von was? Fernsehen oder im Nein, im Sinn von was Satire ist und wie es eben gewisse, ja, Bewegungen gibt, ja, wo aber wieder eine Gegenbewegung auslösen. Ja, das wird weiter so gehen. Das hat auch etwas Tröstliches, oder? Also, weißt du, wenn ich so ein bisschen sehe, was man jetzt alles versucht zu regulieren, damit man ein anständiger Mensch ist, oder? Ja. Also, Political Correctness. Okay. Dürfen wir da weiter regulieren bis ins letzte Detail, dass wir genau wissen, welche Wörter dass wir noch dürfen brauchen und dass der Kontext gar keine Rolle mehr spielt, oder? Ja. Dass man also kein Arschloch mehr darf spielen in der Komik, weil das Arschloch nicht darf reden wie ein Arschloch. Ja. Nicht? Machen wir es so weiter, dass wird garantiert die nächste Generation kommen, nach dir, wo das alles wieder umrührt. Wo genau dann eben Freude an dem Ganzen hat, all die Regeln zu brechen. Und jeder, der Komik macht, hat Freude an diesem Regelbruch. Das ist ja klar, so funktioniert auch der richtig gute Humor. Yeah. Nämlich Regelbruch. Und man muss auch, selbst ich in meinem doch fortgeschrittenen Alter, ich bin jetzt doch auch schon 39 geworden, lach nicht so saublöd, dass auch ich in meinem fortgeschrittenen Alter immer noch ein Kindskopf bin. Yeah. Und das muss man bleiben. Es gehört zum Job. Das ist, vor 10 Jahren hat es irgendwie geheißen, ja, eben, man kann in der Komik kann man nichts mehr machen, weil es gibt ja keine Grenzen mehr auszuloten. Natürlich gibt es. Es werden laufend Grenzen gemacht. Eben, und jetzt werden es sind nicht mehr die gleichen. Es ist nicht mehr unbedingt Kille. Es ist heute leider sehr viel sind neue Leute, die sich an der Speerspitze vom Fortschritt finden. Und sie merken nicht, dass sie langsam die Rolle von der katholischen Kirche einnehmen, nämlich als Feindbild von der Komik. Mhm. Ja, und es tut sich oft halt bissen, weil Sachen abhängert werden, wo dann selber, wie will ich sagen, wo dann das, was man eigentlich will aussagen, selber auch wieder verhindert. Also es ist oft, das darf man nicht mehr sagen, aber man ist völlig für Free Speech. Und so darf man es nicht sagen, weil es müssen ja alle irgendwie gut haben miteinander. Mhm. Und ich frage mich zum Teil, eben, aber das ist in meinem kleinen Kopf jetzt so, wo führt das an? Und dann beruhigt es mich eben zu hören, es geht immer mal in die Richtung, dann geht es wieder in die Richtung. Wird es machen. Und das ist, wenn jetzt langsam so ein bisschen, dass es Junge gibt, die jetzt ganz korrekt sind und
ganz gut auf das achtet, was man, das hat einen guten Hintergrund, weil es ist sehr viel Scheiße passiert, oder? Ich meine, die ganze MeToo-Bewegung finde ich toll. Ja. Nur muss man dann auch ein bisschen schauen, dass das, wenn das dann ganz wahnsinnig dogmatisch wird, dass jede dogmatische Richtung irgendwann einmal zertrümmert wird von der Komik. Mhm. Das ist so. Das ist ja eigentlich auch etwas Tröstliches. Ja. Ja. Was ich zum Teil nicht so tröstlich finde, ist, dass der Komik fast zu viel Gewicht gegeben wird mittlerweile. Dass eben oft jeder Satz ein entscheidender Satz ist. Ja, aber das gehört eben zu dem, das gehört zu dieser Tendenz, mhm, oder? Dass man drauf schaut und sagt, oh, wer hätte das gemeint, oh, das könnte aber, das ist, ich weiß nicht, von frauenfindlich über rassistisch bis zu allem. Es gibt halt eben sehr viele Leute, die dann ganz einfach funktionieren, indem sie nur die entscheidenden Wörter beachten, mhm, aber in welchem Zusammenhang, dass es gesagt wird. Oder wer das sagt wird, oder ob es eine Spielfigur ist, die das sagt. Und eigentlich die Figur, der echte Künstler im Hintergrund oder Künstlerin, das Gegenteil meint. Mhm. Das hat schon angefangen hier bei Harry Hassler, oder? Das ist, natürlich ist das eine frauenfindliche Figur. Und ich bin dann dort in ein paar Diskussionen gewesen mit Feministinnen, wo ihnen gesagt hat, hört mal, schaut jetzt mal den Sketch an. Wer ist da das Arschloch drin? Sicher nicht die Frau, die er darüber redet, sondern er selber ist eins. Und indem er darüber redet, gibt er euch ja recht. Mhm. Eigentlich nützt er ja euch, dass es so eine Figur gibt. Und alle merken, das ist so eine Figur, eine beschissene Figur. Und dass dann halt eben viele Leute von denen, die dann so eifrig sind, das alles zu regeln, das ganze Leben so zu regeln, die könnten irgendwann mal nicht mehr zwei, drei Ecken umdenken. Und das muss man bei der Satire halt leider ein bisschen können und wählen. Und oft kommt ja noch dazu, dass der Ursprungssatz oder der Ursprungssketch gar nicht gesehen worden ist, mhm, sondern man nur so eine verwässerte Wiedergabe, ja, auch noch schriftlich. Der oder die hat das gesagt. Genau. Oder? Also das ist ja zum Beispiel bei dem Sketch von Michi Elsener, oder, wo er irgendwie gesagt hat, dass irgendwie gesagt hat, die Jungsozialistin sei scharf aus oder irgendwie so etwas, yeah, wo dann groß, ich weiß nicht mehr, wie der Wortlaut war, aber das hat er gemacht, indem er einen Journalist und Miss Juso, das sind die zwei Begriffe. Oder irgendwie so etwas, ja, genau. Scharfe Maus oder irgendwie, ja, so. Ja, irgendetwas so, genau. Als Rolle, und das Ronny hat er Buser gemacht. Ja, genau, als Journalist, wo er eigentlich ein dummer Sieg ist, genau, oder hat er das gespielt. Und dann, irgendwie mit der Zeit in der Wahrnehmung, ist dann nur noch gesagt, der Michi Elsener hat gesagt, die Juso-Chefin sei Miss Juso oder was, yeah, oder? Also eben die Verkürzung ist dann so, und dort hat dann auch nicht unbedingt geholfen, dass die Juso-Präsidentin, die sicher eine tolle Politikerin ist und ernsthaft und so, aber halt nicht so viel Humor bewiesen hat und vor allem auch nicht so ein bisschen gemerkt hat, dass sie da jetzt gescheiter wird zurückgeben. Also wenn sie sich schon angegriffen fühlt als Politikerin, mhm, dann gibt man doch zurück, und zwar massiv. Aber dann sagen, ich bin angegriffen worden, ist in der Politik einfach nicht so toll. Das hilft niemandem, weder den eigenen oder vor allem dann nur den anderen. Das ist so. Wenn du jetzt, wie lange geht es jetzt Jacopo Müller nicht mehr? 2000 und... Darauf an, im Zirkus gibt es zwei Wochen nicht mehr. Zendig. Nein, Zendig sind Ende 15. Drei Jahre, 16. Ende 16. Ende 16, ja. 17, 18, 19, 3. Genau. Wenn du eben jetzt nicht mehr die wöchentliche Newsflut selber musst bewältigen, hast du noch irgendeinen Output für dich? Twitter schreibst du ab und zu mal etwas, eben, ja, du wirst ab und zu von Journalisten gefragt. Ist das für dich immer noch so der gleiche Rhythmus, wie wo du die Sendung gemacht hast? Nein, der Rhythmus ist es nicht mehr, aber es ist eigentlich, ich bin immer noch der gleiche. Ich bin, ja, immer der gleiche News-Junkie und habe immer noch gleich meine Ansichten, die ich vertreten will. Und ich bin auch noch immer gerne am Streiten, politisch. Und das mache ich, wie du hast es gesagt, über Twitter. Eine kleinere Ausnahme manchmal über Instagram vielleicht oder auch noch ein bisschen über Facebook. Aber Twitter finde ich immer noch das Debatten
Medium. Das kann man ja ein bisschen selber einrichten, mit wem man dort debattieren will und so. Aber man soll auch dort nicht einfach alle blockieren, die einem nicht passen. Sondern eine Debatte finde ich dort eben noch gut. Und dann mache ich ja seit kurzer Zeit ja ein neues Format im Casino in Bern, im neuen Casino Bern. Das heisst Polit-Talk. Nein, Blödsinn. Es heisst Polit-Tisch. Polit-Tisch mit zwei T drin. Und dort werde ich immer eine Politikerin oder einen Politiker, den man kennt, so ein bisschen nationale, dreiviertel Stunde mit dem Reden. Es ist ein Essen gleichzeitig und am Schluss, da bleibe ich meiner Tradition treu, immer noch ein Künstler oder ein Künstler, den man noch nicht kennt, kann irgendwie kurz performen. Und das ist, das werde ich regelmäßig machen. Also in einem, also wir haben mal gesagt, viermal im Jahr, aber wahrscheinlich wird es jetzt mehr werden. Dann habe ich ein paar Projekte noch im Kopf, wo ich noch nicht so gut darüber reden kann. Weil das ist immer ein bisschen blöd, wenn so ungeleitete Eier und so, und man erzählt schon etwas darüber und nachher denkt man, oh, das habe ich jetzt dort schon gesagt, dabei wollte ich es ganz anders machen. Drum. Aber ich werde weiter, ich mache Zeugs. Ich mache weiter Zeugs. Ja. Sehr gut. Was tust du denn konsumieren an Satire regelmäßig? Ich konsumiere eben Satire praktisch nicht. Ja, tatsächlich also, nicht. Ja, es ist wirklich, also gut, ich schaue hin und wieder mal. Letztes Jahr habe ich ein Stand-up geschaut von Trevor Noah auf Netflix oder vom Chappelle. Und das habe ich mit Interesse geschaut. Aber ich schaue selten, ich schaue Deville natürlich, weil das auch ein Kollegen sind von mir. Ich habe auch Late Update geschaut. Aber dann manchmal auch Zeit versetzt und so. Und weil ich gefunden habe, ja, ich muss jetzt da wieder mal reinschauen. Ich bin begeisterter Leser. Ich bin ja noch in einem Verlag dabei, bei Kein und Aber. Ich dann will mir Zeit nicht beim Lesen abschneiden. Weil das ist etwas, was ich nach wie vor grossartig finde. Und ja, das mache ich. Sehr gut. Du machst Zeugs. Und ich mache Zeugs. Genau. Wie lange haben wir? 62 Minuten. 62. Hey. Genau, wir haben ja gesagt, wir haben noch ein Codewort. Ja. Gell? Codewort heisst Codewort. Codewort heisst Codewort. Ja, das hätte ich müssen sagen. Codewort, um dir übermitteln, dass ich jetzt langsam finde, man könnte das Gespräch beenden. Ich habe es aber auch gespürt. Ja. Ich habe es auch gespürt. Ja. Mit den letzten aber zwei Schlusssätzen. Du gesagt, hast es total Zeugs. Gespürt. Ich auch. Wir wären uns plötzlich einig gewesen. Ich hätte es ein bisschen schade gefunden, wenn wir das Codewort eben nicht hätten können sagen. Weil es so ein sau gutes Codewort ist, oder? Ja, eben. Darum hast du es jetzt noch sagen müssen. Ja, ich es noch mal müssen sagen. Und ich habe genau gewusst, dass du es noch sagen wirst. Ja, eben. Ich habe es so gewusst. Ich habe gewusst, dass du weißt, dass ich es noch sagen will. Und darum habe ich jetzt einfach mal gefragt, welche Zeit wir haben, weil ich gewusst habe, dass du weißt, dass ich weiß, dass du es wirst sagen. Ja, genau. Codewort. Gut. Vielen herzlichen Dank. Es war eine riesige Ehre, dass du hier angekommen bist. Danke, habe ich sehr gerne gemacht. Einmal mehr ein Projekt von mir unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Bis bald. Bis bald. Danke.